2 Kilo. Das war nicht das, was wir alle erhofft hatten. Wo siehst du die Gründe für dieses 0:2? Ja, ich glaube, dass wir den Bayern im Großen und Ganzen einfach ein bisschen zu viel Raum gelassen haben. Dass wir dann auch gerade in der zweiten Halbzeit ein bisschen zu tief gestanden sind. Und dann ist es natürlich schwer, weil wir dann auch einen sehr, sehr langen Weg nach vorne hatten und konnten uns deshalb nicht so viele Torchancen herausarbeiten, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und konnten dann auch nicht mehr auf die 2 Tore leider reagieren. Warum hat es am Ende nicht funktioniert? Ja, weil Bayern zweimal, glaube ich, ein bisschen ein Tick wacher waren als wir bei den Toren. War sehr, sehr schwer, weil wir direkt die 2 Tore kassiert haben. Müssen wir natürlich versuchen. Ein Tor kann man immer mal kassieren, das war auch gut gespielt. Dass wir dann erstmal wieder Ruhe ins Spiel kriegen und dann vielleicht die ersten 5 oder 10 Minuten ja, kein zweites Tor kriegen und dann kann man nochmal versuchen anzugreifen. Wenn man natürlich direkt 2 kriegt, wird es natürlich schwer. Ja, beim Stand vom 0-0 haben wir die große Möglichkeit auf das 1-0. Sicherlich hat er den Ball sehr gut erobert und war natürlich eine Riesenchance, aber kriegt den Ball nicht richtig unter Kontrolle und dann ist es natürlich auch schwer. Natürlich bitter, dass er direkt danach, glaube ich, nur ein paar Minuten später das 1-0 fällt. Das 2-0 direkt hinterher, das hat uns so ein bisschen aus dem Tritt gebracht, weil wir erst Halbzeit gut mitgehalten haben, auch sehr gute Vorstöße hatten, wo wir vielleicht 1-2 Situationen besser ausspielen müssen. Es ist ja klar, dass bei uns eine relativ junge Mannschaft am Platz steht. Bei den Bayern wissen wir, mit wie vielen Millionen sie das wieder aufgepolstert haben, das Ensemble. Ist da zu viel Respekt am Ende? Nein, ich glaube nicht zu viel Respekt, sondern man kann halt nicht immer das umsetzen, was man sich vornimmt. Und wir können das nicht mehr ändern, jetzt müssen wir nach vorne schauen und ich bin sicher, dass wir am Dienstag anders auftreten werden. Dienstag steht schon das nächste Spiel an. Es wird jetzt nicht lange in den Köpfen drin bleiben, glaube ich, bei den Jungs, weil der Fokus liegt jetzt, glaube ich, heute sofort schon. Ja, natürlich ärgert man sich ein bisschen, aber der Fokus liegt ab heute Abend oder morgen früh schon direkt auf Mainz. Ist immer enttäuschend, wenn man verliert, gerade zu Hause. Aber wir müssen als Mannschaft nach vorne gucken und dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir da, wie gesagt, anders auftreten werden. Dein Papa hat in Mainz gespielt, du hast jahrelang in Mainz gespielt, der Verein, über den du in den Profifußball gekommen bist. Das ist eine besondere Partie für dich? Ja, ich kenne noch viele Spieler und ich freue mich natürlich, gegen die Spieler zu spielen, aber mit dem Verein habe ich abgeschlossen. Das ist mein persönliches Ding und natürlich war ich dem Verein dankbar für alles, aber mittlerweile ist für mich kein besonderes Spiel mehr. Ich freue mich einfach nur auf die Jungs, die ich noch kenne und von daher und auch natürlich auf das Heimspiel.